Erste. Fahr schon Demo. Ja, aber man, es wird dann alles realistisch vorgeführt. Das ist mir so zu viel organisiert. Ich begrüße Sie alle aufs Allerherzlichste und freue mich als Präsident, dass Sie alle hier nach Wälzen das Venus gefunden haben. Es ist dies ein ganz modernes Gebäude mit einem sehr interessanten Inhalt. Wir haben den Geschäftsführer, den Magister Michael Hohl hier, der wird dann auch noch ein paar Worte zu Ihnen sprechen. Und unser Anlass ist ja die Eröffnung dieser Ausstellung, die wir im Zusammenhang mit unserem 50-jährigen Jubiläum des Oberösterreichischen Motorveteranenclubs in diesem Jahr begehen, dass wir also diese Ausstellung haben und dann im September noch einen Galatag, einen ganzen Tag mit Programm voll haben, wo wir dann am Abend dann einen öffentlich zugänglichen Galaabend machen werden. Sie alle sind herzlich willkommen und eingeladen zu dieser Veranstaltung. Die Speisen und die Getränke sind vom Club übernommen. Ich darf nur einen kleinen Einspruch machen, also Champagner, Sekt, Whisky, Cognacs, die sind also nicht darin enthalten, das suche ich zu verstehen. Aber sonst ist alles frei heute und ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Abend. Wenn ich noch ganz kurz zum Club etwas sagen darf, mich freut es natürlich als Welser Präsident, dass der Club, der seinen Ursprung in Wels gefunden hatte, 1967 von einigen Enthusiasten gegründet, dass ich also den Club wieder mit der Postadresse nach Wels führen konnte. Das war also doch etwas, was mich persönlich auch sehr freut. Es war der sehr honorige Herrn damals als Gründer dabei. Denken Sie nur an den Dr. Aubert Salzmann, der ein sehr renommierter Rechtsanwalt war und auch in der Politik tätig war. Aber die Herren, die Brüder Fritsch zum Beispiel, der Herr Höblinger, der Klaus Westerum, der Peter Westerum, der Herr Strassel, Dr. Roman Strassel, der eigentlich der Initiator war. Also lauter Welser Persönlichkeiten, die damals diesen Gedanken, einen Club in Wels zu gründen, einen Ableger des Wiener Clubs von damals in Wels zu gründen, den aufgegriffen haben und eben diesen Club 1967 aus der Taufe gehoben haben. Ja, ich darf jetzt an die Herren Türen übergeben. Zuerst an den Herrn Magister Hohl, den Hausherrn hier. Und die Herren wird dann noch einiges über unseren Club und auch zu der Ausstellung erzählen. Lieber Michael, ich möchte das Wort übergeben. Herr Präsident, herzlichen Dank. Hallo. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen bei uns in Wels. Vor ungefähr einem halben Jahr haben wir darüber gesprochen, es könnte doch sein, eine Ausstellung anlässlich 50 Jahre OMVC bei uns abzuhalten, zu gestalten. Eine Idee der Herrn Klümmer. Ich war voller Freude, erstens einmal großer Oldtimer-Fan zum einen, zum anderen sind wir ein Science-Center und wollen Menschen für Naturwissenschaft und Technik begeistern. Dementsprechend sehen wir uns als Schaufenster der Technik, dementsprechend auch für Fahrzeuge, die wir heute hier haben. Ein Monat lang haben wir bei uns Fahrzeuge besichtigt, die alle eine ganz wichtige Geschichte haben, Motorräder, Fahrzeuge und Motoren, dementsprechend auch Workshops. Liebe Herr Göhner, herzlichen Dank für deinen Einsatz, für die Idee. Herr Präsident, danke für die Umsetzung, die ganzen Mitglieder, die da beigestellt haben, diverses Equipment, nämlich auch, sage ich jetzt mal, moderne Fahrschule, alte Fahrschule, da gibt es bei uns auch, wir denken ja weiter, Workshops. Workshops für Alt und Jung. Wir haben ein tolles Sommerferienprogramm und Kinder und die es geblieben sind, können bei uns natürlich auch den Führerschein machen und am Motorrad schrauben.
Das passt genau in das Konzept Science Center. Wir wollen Menschen, die Naturwissenschaft und Technik begeistern. All jene, die das Haus noch nicht kennen, wir haben im Moment eine Leonardo da Vinci-Ausstellung. Das ist eine Kooperation mit der Fachhochschule in Bielefeld. Bitte besuchen Sie die Ausstellung und lernen Sie kennen, woran man ein Science Center erkennt, nämlich an den Hands-on-Exponaten. Das heißt, bei uns gibt es nichts zu lesen, natürlich im Vorbild der Pizza, damit man weiß, was es geht, aber ran an die Sache, ausprobieren und entdecken. Dementsprechend, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf die Ausstellung. Liebe Herr McGürner, gerne übergeben. Danke. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Die meisten sind ja wahrscheinlich schon mal durch mein Leben gegangen. Ich muss sagen, ich habe vor über einem halben Jahr die Idee gehabt, voll im Kopf Ausstellungen zu machen, Motor, Veteranen, Faszination, ist immer noch eins von heute. Und so habe ich eine Ausstellung zusammengestellt, wo es Motoren von einst von heute, Autos von einst von heute, Motorräder, aber zu jedem Fahrzeug gehört auch der Führerschein, eins und jetzt. Und da habe ich natürlich auch dementsprechende alte Unterlagen und auch neue Unterlagen. Das heißt, der Hugo, der neueste Fahrsimulator, das ist ein Auto, nachgebaut noch ein Auto, und der Hugo sagt einen, was man tun muss. Also das ist eine Fahrstunde, da kann man sich reinsetzen, eine Fahrstunde machen, aber auch alle anderen Geräte, was da stehen, sind für viele bekannt, aber für die Besucher, die gleich im Juli kommen, nicht bekannt. Es war für mich, es waren drei harte Monate, muss ich sagen, dass ich das alles zusammengebracht habe, dass das wirklich so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe aber auch sehr viel Unterstützung gehabt. Und sehr viele, einige vom Club, viele andere Personen. Und ich möchte mich gleich vorweg einmal bei all denen bedanken, die mich unterstützt haben. Besonders bei Herrn Pohl, bei Michael, der uns, dem Club, diese Lokalität gratis zur Verfügung stellt. Dann haben wir verschiedene neue Fahrzeuge, wie zum Beispiel BMW Geierhofer, den neuesten wassergekühlte BMW. Dann die Firma Silbergasser hat mir ermöglicht, dass ich von Mercedes Österreich den neuesten OM 654 bekomme, den Motor, der von der TU Wien mit dem Ferdinand Porsche-Preis ausgezeichnet wurde. Der EMA Verlag, Hubert EMA Verlag, hat beigetragen, dass ich wirklich eine Fahrschule kriege, wo man auch einen Führerschein machen kann. Also kommt es noch einmal. Der Führerscheincomputer ist da, ihr könnt einen Führerschein machen und erzählen, ob es nur besteht. Fahrschule Trends hat natürlich auch dazu beigetragen, dass der Führerschein los wird. Dann bei den Motorrädern möchte ich mich besonders bedanken bei meinen beiden Söhnen, beim Klaus und beim Gerhard Körner, die sind ja beim HSV und da habe ich diese neue KTM bekommen. Bei meinem Sohn Gerhard Körner möchte ich mich auch bedanken im Namen des Clubes. Er hat uns mit seiner Firma Lumic 2 bei sämtlichen Werbematerialien auch bei der Festschrift unterstützt. Bedanken möchte ich mich beim Hofer Franz, der die beiden Motorräder gemacht hat und uns unterstützt im Wohnzimmer des Schenk-Leserkassel. Bedanken möchte ich mich auch beim Handbauer Herbert, der uns ein traumhaftes Auto zur Verfügung gestellt hat, den Bugatti Typ 37. Beim Horst Felbermeier, der den Adenauer und den Weltrekordwagen zur Verfügung gestellt hat. Beim Höllinger Karl und seiner Frau und seiner Lebensgefährtin, von denen haben wir nicht nur den W107, sondern auch das Gogo-Mobil, den Scheunenfund. Und er hat dafür gesorgt, dass alle Sachen hierher transportiert wurden. Das ist auch nicht so ohne. Wir müssen das transportieren. Und er hat uns da wirklich, nicht nur wirklich tatkräftig unterstützt. Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Sohn Michael. Das ist der Jüngste, der hat sich 3 Tage Urlaub genommen, um mich zu unterstützen. Und
dazu beigetragen, dass wir so eine Ausstellung haben. Und mein besonderer Dank gilt natürlich meinem Mann Erhard. Weil er hat mich die letzten 3 Monate eigentlich, sagen wir, die letzten 4 Wochen kaum ertragen, weil ich keine Zeit gehabt habe für ihn und weil angeblich ein bisschen nervös war. Aber ich möchte mich, wie gesagt, bei Ole auf das Allerherzlichste bedanken. Und ich glaube, es ist mir gelungen, für ein besonderes Fest eine besondere Schau zusammenzustellen. Vizebürgermeister Kurs eingetroffen und ich möchte ihn recht herzlich begrüßen, auch den Stadtrat Hoflehner, der auch irgendwo unter uns dabei ist, den möchte ich auch auf das Herzlichste begrüßen. Ja, ihr habt es gehört, es gibt was zum Essen, das werden wir anschließend machen, gleich eben im Lewinsky gibt es dann das Buffet, Essen und Trinken. Aber vorher, bevor wir uns ein leiblichen Wohl hingeben, machen Sie mit mir eine Zeitreise vom 21. ins 20. Jahr, vom 21. ins 20. Jahrhundert. Blättern wir gemeinsam in der Festschrift und sehen uns an, was uns die Automobilgeschichte, die fast letzten 100 Jahren alles zu bieten hat. Nach dem Film werde ich Sie dann bitten, zum Buffet zu gehen und hiermit sage ich offiziell, die Ausstellung ist eröffnet. Thank you.
Thank you.